Für den gescheiterten ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz galt China noch 2019 als Vorbild. Die Ordnung Chinas brächte Wohlstand und könnte vielleicht sogar wirtschaftlich erfolgreicher sein als der demokratische Westen. Im folgenden Bericht zeigen wir Ihnen nun, wie die Ordnung Chinas aussieht. Ein Maximum an mit Staatsgewalt durchgesetzter Menschenverachtung. Vor wenigen Tagen starb eine 14-Jährige in Covid-Lagerhaft. Chinas Zensoren versuchen verzweifelt, den Vorfall zu vertuschen. Das Foto zeigt die 14-Jährige, die in einem chinesischen Isolierungslager ohne medizinische Betreuung sterben musste. Nach wie vor herrschen in der kommunistischen Diktatur völlig absurde, menschenverachtende Zwangsmaßnahmen. Dieses Video zeigt den Abtransport von Chinesen in einem umfunktionierten Tiertransporter. Hier zu sehen Chinesen, die in Plastikboxen auf ihren Abtransport warten. Nach wie vor werden, wie hier zu sehen, Menschen unter Waffengewalt aus ihren Häusern abgeholt, um in Quarantänelager verbracht zu werden. In diesen werden die Menschen wie Gefangene behandelt. Auch vor Kindern macht das Regime keine Ausnahme. Mittlerweile werden wegen ein paar positiver Tests die Bewohner ganzer Städte in Quarantänelager verbracht. In ganz China ließ die kommunistische Partei Quarantänecamps für unglaubliche Menschenmengen errichten. Wenn der QR-Code am Handy rot zeigt, bedeutet dies den Abtransport, wenn es sein muss, unter vorgehaltener Waffe. Es ist nicht nachvollziehbar, dass es in Bezug auf die Maßnahmen in China nach wie vor keinen weltweiten Aufschrei gibt. Wo bleiben die Menschenrechtsorganisationen und wo bleibt die Menschlichkeit?